Herzlich willkommen auf LH Cybersecurity und schön, dass du dabei bist. Heute zeige ich dir, wie du dein Handy orten kannst. Jeder hat es schon mal erlebt. Handy ist weg, verloren, in der Sofaritze, keiner weiß, wo es ist. Und du willst einfach herausfinden, wo dein Handy ist. Dafür zeige ich dir heute die Lösung und das ist relativ einfach. Bleib einfach dran, dann weißt du, wie es funktioniert. Okay, starten wir mal. Ich habe jetzt schon hier was vorbereitet. Einmal das Login-Fenster und ich zeige dir gleich mal, wie wir da hinkommen. Wir geben einfach ein Google Geräte Manager. Und hier klicken wir auf Google Find My Device. Dann gelangen wir hier hin, wo ich dir gerade schon gezeigt habe. Und jetzt musst du dich hier einfach einloggen mit deinem Google-Account. Jedes Android-Handy hat einen Google-Account, sonst kannst du es gar nicht richtig verwenden. Also hier einfach einloggen mit demselben Google-Account, wo du dein Handy auch eingerichtet hast. Und dann kommen wir gleich zu Schritt Nummer 2. Wenn du das eingegeben hast, wirst du weitergeleitet und landest hier. Hier steht jetzt dein Handy oder mehrere Handys, die du eben hast. Dann wählst du das Handy aus, das du verloren hast. Und dann wird dir auch schon angezeigt, wo es genau ist. Vorausgesetzt, dein Handy hat Internet und ist im WLAN eingewählt oder hat GPS. Genau, wenn die Voraussetzungen da sind, dann kannst du dein Handy auch orten. Einmal hier auf diese Pfeil klicken und schon wird es dir angezeigt. Ich kann es dir jetzt hier leider nicht zeigen, weil ihr sonst wisst, wo ich wohne und das will ich jetzt erstmal nicht. Und ja, deswegen müsst ihr mir einfach glauben und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ihr das genauso macht wie ich, dass euer Handy dann angezeigt wird. Jetzt haben wir noch drei weitere Optionen. Einmal Handy klingeln lassen, dann Gerät sperren und Daten vom Gerät löschen. Die sind relativ selbsterklärend. Wir können es jetzt mal probieren. Klicken mal auf Handy klingeln lassen und wir hören, mein Handy klingelt innerhalb kürzester Zeit. Wenn ich jetzt beenden klicke, hört es wieder auf. Gerät sperren. Ja, dann wirst du eben von deinem Google-Account abgemeldet auf deinem Handy. Eben keiner kann sich mehr so leicht an dein Gerät anmelden. Und wenn du richtig paranoid bist, dann kannst du deine Daten vom Gerät löschen. Dann wird es einfach zurückgesetzt und ja, es gibt kein Zurück mehr für deine Daten. Also, bei Verlust wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Oder wenn das Handy mal wieder in der Wohnung oder so beim Kumpel verloren geht, einfach die Seite aufrufen. Google Geräte Manager eingeben oder Google mein Gerät finden. Dann kommt ihr auf die Seite, einloggen, Handy klingeln lassen oder gleich direkt orten, wenn ihr nicht mal ungefähr wisst, wo es ist. Und somit könnt ihr auch euer Handy einfach wieder finden. Genau, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas Praktisches zeigen. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Peace!